Hallo und willkommen. Heute werden wir einen Tag in Niigata verbringen. Wenn ihr das erste Mal hier seid, vielleicht wisst ihr das nicht. Meine Schwiegereltern leben in Niigata, in Echigo Yuzawa. Und natürlich besuchen wir sie regelmäßig. Mein Schwiegervater hat Geburtstag, er ist über 80 Jahre alt. Natürlich, wir haben jetzt Covid, aber in dem Fall von meinen Schwiegereltern ist das ein bisschen anders. Sie betreiben ein traditionelles japanisches Inn oder Ryokan. Sie sind also Gäste gewöhnt. Auch während dieser Zeit. Die Hotels in Japan sind nicht geschlossen. Wir tragen alle Masken und so wie es üblich ist, waschen uns ständig die Hände und passen halt darauf auf, wenn wir keine Maske tragen, 2 Meter Abstand zu haben. Außerdem hier in Japan, Eltern und Kinder, die Erwachsene sind, die umarmen sich nicht. Meine Schwiegermutter oder mein Schwiegervater werden meinen Mann nicht umarmen zur Begrüßung. Das ist einfach nicht üblich in Japan oder zumindest nicht in unserer Familie. Und dann wohnen wir in einem von den Gästezimmern im Hotel. Also wir schlafen nicht bei denen. Ne? Es gibt bei uns noch ein neugeborenes Baby. Da müssen wir auch noch mal extra aufpassen. Also Charlie, was hast du denn vor? Willst du Auto fahren? Nein, du kannst auch kein Auto fahren, Schatzi. Komm. Unsere Reise beginnt mit einem blauen Himmel über Tokio, fast ohne Autos auf der Straße. Und wir fahren Richtung Westjapan. 3 Stunden später sind wir im Schneeland Niigata angekommen. Bevor wir Niigata erreichen, ist ein ganz langer Tunnel, der ungefähr 10 Kilometer lang ist. Und auf der anderen Seite ist Gunma. Und in Gunma gibt es keinen Schnee und in Niigata hat man Schnee. Also das ist ganz interessant. Charlie ist mit uns, der darf aber nicht ins Hotel rein, der schläft im Auto, er hat noch eine Jacke mit und wir müssen vorher noch mal mit ihm Gassi gehen. Dies ist der Daigenta-Fluss. Das Wasser, was hier rausspringt, ist aus einer unterirdischen heißen Quelle. Charlie trinkt das Wasser hier ganz gerne. Heute ist Arbeitstag und mein Mann macht Homeoffice. Er hat einige Treffen und wir müssen von hier aus arbeiten und ich mache mein YouTube-Video. Das ist unser Abendessen. Wir essen nicht mit der Familie. Hier gehen wir mit Charlie Gassi. Dies ist vor der Ryokan oder dem japanischen Inn. Das ist hier eigentlich ein Reisfeld und im Winter wird hier der Schnee, der von den ganzen Straßen runtergenommen wird, hier zwischengelagert. Hier kann man sehen, wie die Häuser gebaut sind, damit der Schnee vom Schneedach runterfällt. Dies ist eine Schneemaschine. Jedes Jahr sterben einige Leute beim Schneeschippen vom Dach. Unglaublich, wie hoch der Schnee hier ist. Ich mag diese Brücke. Wenn ich Glück habe, fährt ein Zug drüber und ich kann das fotografieren. Hier kann man Ski mieten. Mein Mann bringt immer für seine Mutter ein Geschenk mit und sie liebt Nikoman. Also Nikoman, in Deutschland nennt man die Chukaman oder Manju. Und normalerweise kaufen wir die at Kyoken in Chinatown in Yokohama. Aber hier in Yokosuka, wo wir leben, da gibt es im Moors auch einen Kyoken und dort kaufen wir die Nikoman. Leider waren die fast ausverkauft, also mussten wir noch ein paar Anman kaufen. Anman ist mit roten Bohnen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.